Hi und willkommen, mein Name ist Johnny Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir voll aufs Maul bekommen von Alexei, weil der sich die ganze Zeit hochheilt, während wir irgendwie alle verrecken. Und ja, war nicht so dolle. Ich habe ein bisschen gelevelt, ich bin jetzt mit jedem Charakter Level 55, hat jetzt ehrlich gesagt nur so einen halben Tag so gedauert, also ich glaube sogar noch weniger. Und ja, jetzt noch mal ganz schnell durch, was einige Charaktere gelernt haben. Estelle hat auf Level 54 Rochenstachel gelernt. Sie ist übrigens jetzt auch wieder up to date mit allen Charakteren, also die ist jetzt auch Level 55, was sehr gut ist. Und ich muss jetzt nicht mehr dieses blöde Amulett hier, was ihren Schaden ja erhöht, den sie einsteckt. Also ja, das ist schon mal sehr gut. Carol hat zwei veränderte Arts gelernt, einmal 100-mal Destructure Dingenskirchen. Er hat auch Destructure Schmähung plus Dispersion Destructure Schmähungsfest. Das ist, wo ist es? Warum ist das nicht direkt da? Oder TS? Da. Kann den P-Angriff reduzieren, ist gar nicht schlecht. Und Destructure, wo ist das andere? Muss ja vorher irgendwo sein. Hier. Nee. Schmerztreffer, wo ist es? Ja, das mit 100-mal Dispersion hat Destructo Schmerzparade freigeschaltet. Boom. Und auf Level 55 hat gelernt Judith Mondstich. Boom. Und Raven hat auf Level 54 göttlicher Streif gelernt. Das war, glaube ich, ein Zauber, oder? Nee. Nee, das war Flynn. Flynn hat ein göttlicher Streif gelernt. Ja, und dort war's gut, alles klar. So sieht mein Setup aus. Ich habe jeden Charakter hier so ein Umhang gegeben, was denen ein bisschen mehr Verteidigung gibt, was uns hoffentlich ein bisschen hilft zu überleben. Ich habe alles natürlich gelernt mit jedem Charakter, was ich jetzt noch hatte, was ich übrig hatte. Habe viel auf diese ganzen permanenten Sachen ja Gesetz, Stärke, Verteidigung und all sowas. Und ja, Strategie habe ich jetzt auch so gemacht, dass Flynn, Rita und Estelle voll mit Zauber drauf gehen, während ich mit Yuri auf den drauf gehe, weil anders habe ich so Gefühl, werden wir halt nicht so gut schaffen. Und ja, ich glaube, wir kochen noch mal was, wenn ich das überhaupt kann. Ja, braucht man nicht. Aber dann laufen damit vollen Magen herum, das geht auch nicht, ne? Und ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, ne? Heil Items habe ich übrigens auch wieder neu. Ja, das ist ja normal. Und ja, gut, dann gehen wir mal rein und versuchen den Kampf noch mal. Ich werde die ganzen Cutscenes skippen, also wenn ihr die noch mal sehen wollt, dann einfach den letzten Part einschalten, dann könnt ihr ihn noch mal angucken, aber ich gucke mir jetzt nicht noch mal alles an. So, der kann ich nicht überspringen anscheinend. Müssen wir uns wieder die Reden von allen Charakteren hier anhören. Ich glaube trotzdem noch nicht, dass er der finale Boss ist. Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind schon nah dran irgendwie. Er spielt auf Zeit. So, ich weiß nicht, ob ich den alles allein setzen soll. Wir haben ja noch halbwegs. Der Kampf war ja nicht so unglaublich schwer bis zu dem Zeitpunkt, in dem der entschied sich zu heilen. Ja, wie blöde. Sein Gefrierschutzfeld oder was auch immer war. So. Wir nehmen das magische Auge. 54. So. Wir hatten ja schon 5 TP verballert. Grabwurm, ja, tut noch 5 TP verballern, das glaube ich echt nicht. Aber also bevor wir hier sowieso vermasseln, hier. Na. Ah. Der hört einfach nicht auf. Dann kommt er mit seinen Überlimit. Alles Teiler kann ich auch nicht einsetzen, weil da mache ich weniger Schaden. Aber der kann sich immer noch zum gleichen Preis irgendwie heilen. Ne? Da wissen wir alle, oh, oder? Kann das sein? Ja, pff,
すげえ。俺様たち、つえ。傷が治せても痛いのは嫌ですもんね。痛めつけられるのを見るのも意外と面白いけれど。あんた、怖い。傷は男の勲章なんだよ。傷つかない戦いなんて意味がない。あら、痛いのがお好き？そういうことじゃねっての。全然わからん。リテッチは痛めつけられるより痛めつける方が好きそうだし。いや。そうよ。 Eiskalt, okay. So. Hallo liebe Besucher und willkommen beim heißen Quellenbad von Jumanju. Hey, sind die Bäder jetzt fertig gereinigt? Ja, Sir, die Freiluftbäder sind blitzblank und stehen euch zur Verfügung. Hey, klingt gut, klingt richtig gut. Also dann können wir ein Bad nehmen. Bitte nur zu, das macht 50.000 Geld pro Person. 50.000 Geld? Das ist ja Wegelagerei. Die Hauptkunden unserer Einrichtung sind wohlhabende Adlige. Unsere Preise erklären sich einfach aus dem Wunsch, jedes erdenkliche Bedürfnis unseres geschätzten Klienten zu stillen. Ich glaube, sobald ihr unsere Dienste einmal genossen habt, werdet ihr den Preis nicht mehr als so hoch empfinden. Was sollen wir tun, Juri? Ja, meinetwegen habe ich genug gebaut. Repeat braucht nicht zu zahlen. Das wäre dann 6 Personen, richtig? Ja, bitte. 6 Personen, das heißt 300.000 Gold. So viel habe ich gerade mal. Vielen Dank. Das Damenbad liegt zur rechten und das Herrenbad zur linken. Viel Spaß. So, jetzt haben wir unsere obligatorische heiße Quelle-Szene. Komm schnell, lass uns reingehen. Geduld ist eine Tugend, meine Jugend. Erwachsene bewegen sich langsamer als du. An diesem Badeort herrscht eine sehr beruhigende Atmosphäre, findet ihr nicht? Ja, seht ihr mal den Bambusbund da drüben an. Das erinnert mich sehr ans Zen. Komm, wir können überall das reden, wenn wir ins Wasser gehen. Gehen wir. Aber ich sehe gerade, Carol hat schon Klamotten an. Carol, geh nur voraus, wenn du möchtest. Wir kommen nach. In Ordnung, bis gleich. Ach, die Jugend, so rein, so unschuldig. Ja, das gefällt mir am meisten am Captain Carol. Aber ist es wirklich in Ordnung, wenn deine Brust nass wird, alter Mann? Hm, das sollte eigentlich kein Problem sein. Außerdem tut ein kleiner Stromschlag ab und zu ganz gut. Geh nicht ins Wasser, während ich drin bin. Leute, Leute, das werdet ihr nicht glauben. Was ist los, Kleiner? Du willst mir doch nicht etwa erzählen, dass wir uns in Formbad gucken können, oder? Doch, ganz genau das. Das ist ein Loch in der Wand, die beiden Bäder voneinander trennt. Gelobt seien die Heiligen. Junge, warum sagst du das erst jetzt? Schnell, schnell, das Wasser wartet. War ja wieder klar. Irgendeiner muss natürlich wieder spannen. Das Beste an dem alten Mann ist wohl sein perverser Enthusiasmus. Ich glaube es nicht, man kann ja wirklich die Abtrennung sehen. Ich bin gestorben und im Himmel gelandet. Okay. Ich höre gar nichts. Vielleicht sind sie noch nicht drin. Oder sind sie schon gegangen? Ach, schon fertig? Ja, das war so erfrischend. Was zum Geier ist in dem Bad denn so besonders? Hey, warum bist du so sauer, Rita? Wir haben gehört, was Carol gesagt hat. Deshalb haben wir das Wasser auch so schnell wieder verlassen. Hey, Moment mal, wir sind 7 Leute, fällt mir gerade auf. Wir haben für 6 aber bezahlt. Patty wurde noch nicht irgendwie included hier, weil halt, nämlich meine Szene aus der Xbox-Version war, ne? Wir haben gehört, was Carol gesagt hat, deshalb haben wir das Wasser auch so schnell wieder verlassen. Ich hätte kein Problem damit gehabt, den Jungs eine kleine Show zu bieten, wenn Carol und Raven um den kleinen Finger wickeln können. Ich bin ziemlich hinreißend, auch wenn ich das selbst sage. Wovon redet ihr? Ihr habt doch gemerkt, dass sie uns von der anderen Seite sehen konnten, oder? Deswegen seid ihr so schnell wieder rausgekommen. Also mir hätte es nichts ausgemacht, drin zu bleiben. Aber ich fand es lustig, eure Reaktion, sobald ihr das Ganze bemerkt wird, von draußen aus zu beobachten. Schuf, du bist echt gemein. Oh, tut mir leid. Ich gehe nie wieder in diese perverse heiße Quelle. Da hat uns irgendwie gar nichts gemacht, ey. Ein schöner Aufenthalt. Ich dachte, wir kriegen wenigstens irgendwie so ein Kostüm. Also, Carol hatte schon ein Kostüm. Ja,
Ja, da ist mein Geld jetzt ein bisschen flöten gegangen. Also stimmt, habe ich glaube ich mal schon ausprobiert. So, okay, mehr ist jetzt irgendwie nicht hier passiert. Alles klar. Oh, ich kann sogar da rein. Oh Mann. Toblikisches Wasser, oder wie man das heißt. Hier steht ein Ballzimmerwaage. Scheint etwas öfter gebraucht zu werden als die in der Herrenumkleide. Okay, wir sind in der Damenumkleide. Verdammt. Aber wir spielen als Teil. Also, hier wird ein kleines Bündel weißen Stoff zurückgelassen. Das ist klar. So. Kommt hier noch irgendwas? Dö. Schade, keine Kostüme bisher. Aber es wird wahrscheinlich welche geben, ne? Also Badehandtücher gab es glaube ich in Tales of Berseria, aber nur so Handtücher. Ja, sieht jetzt aus als wie bei jeder Anime und die Strand-Episoden. Bei Tales of Serie gibt es halt heiße Quellen. Das ist irgendwie fast jeden Spiel dabei. Ich glaube, einen hatte das glaube ich nicht. Ich glaube, Tales of Hysteria oder so. Oder Xillia. Nee, Xillia 2 hatte ja eins, das weiß ich, aber ich weiß es nicht mehr bei Xillia. Ja, Japan. Okay, hier gibt es irgendwie nichts mehr. Hab so gefühlt, wir müssen noch öfter da rein. Allein schon, weiß ich nicht, weil wir jetzt kein Kostüm oder so bekommen haben. Vielleicht kriegen wir ja, wenn wir rausgehen, Kostüme. Das ist auch, glaube ich, manchmal so der Fall gewesen. Halt, ihr könnt eure Kostüme ruhig mitnehmen oder so. Keine Ahnung. Vielleicht kommt noch ein Skit, weiß ich nicht. Nö, aber wenn er jetzt kommt, dann schalte ich euch wieder ein. Also ja, gut. Skit. そうだよ。リタはちゃんと食べてもっと大きくなる必要があるんじゃない?どこ見ていってんのよ!カロル、乙女心ってやつが分かってないな。ユーリに女性心理を思いやる器用さはありませんってフレンが言ってました。あんたが言うなってさ。ああ。オッケー。 Es waren die Brüste. Darauf hat Carol angespielt. Also Rita meine ich. Also ja. Es geht. Yuri ist ひょっとして料理が好きなんです?好きってほどじゃないが、なんでだ?最近ずっと料理を任されてますけど、一度も断ってませんよね。ジョーちゃんダメよ。みんな黙ってたのに。いや、気づいてっけど。え?嫌じゃないの?大変でしょ? デートにいた頃は自炊もしてたし、苦じゃないな。苦ではないなら好きって言えるんじゃないかしら。どうだろうな。少なくとも破壊的な味の料理を毎日食わされるよりは作った方がマシだった。本人自覚ない上に親切心で作るから他に止める手段がなかったんだよ。そりゃご愁傷様。なんで私を見て言うのよ。リタの料理なんて可愛いもんだ。もっと凄まじい。 そんな料理が作れる人、会ってみたいわね。怖いもの見たさよね。食うのはごめんだけど、すでに会ってんだけどな。Okay. Er sorgt für mit meinen ganzen gemeisterten Kochkünsten, ja. Wird das noch ganz viel, ja, skizzmäßig auslösen, also ja, mal schauen. Es geht. ありがとう。 料理は嫌いじゃないから大丈夫だ。私にも腕を振る機会を与えてほしいわ。それとも私の料理美味しくない?そんなことはないよ。だけどもう作り始めてしまったから。二人とももっと粘って。ここはあんたの出番でしょ、お友達。しゃあねえな。フレン、今日は俺が料理当番だ。そうだった?昔はよくユーリに手料理を振る舞ってもらってたし、今日は僕に任せてくれ。
ダメだった。少しは頭使ってよ。もう権力に頼るしかないわね。ジョちゃん。次回は誰でも来い。キワススミマセンが。おかわり。ミナのためです。エステリーゼ様、もうすぐできますので、お待ちいただけますか。はい。激沈。あとは成功を祈るしかないってか。フレの料理、美味しいか破壊的な。差が激しいから怖い。Okay, stimmt ja. Wenn ich mit dem was koche, dann ja, die meisten Sachen funktionieren nicht. Also ja, deswegen. Ja, da ist klar. So, ich habe mit jedem Charakter Level 60 erreicht und dazu kam noch für jeden Charakter ein neuer Titel. Und ja, ich nehme mal an, deswegen wurde jetzt hier ein Skill ausgelöst. Könnt ihr euch mal kurz angucken, durchlesen. Ich habe mir schon alle vorgelesen, durchgelesen meine ich, und ja. Falls euch interessiert, das sind alles die Titel, die ich auf Level 60 bekommen habe. Und ja, Skat. Boktachi, donna toki demo kira kira muteki. Tsuyoi, makenai, fudou no gildo, brave Vesperia. Sonna fuu ni yudan shite ru to, ashimoto sukuwareru wa yo. Chotto, hito ga ii kibun de ita no ni. Ossan ga ichiban yudan shite ru janai no. Ara, sore wa engi desho? No, wakatte rasshyaru. Sasuga Judith chan. Ich möchte nur erwähnen. Nakanaka okosama tachi ni wa wakatte moraenakute. Ossan ga uso tsuku toki, mimi ga ugoku nda yo na. Ha, Rebu, mimi ugoite ru. Tashikani. 耳が動いてるの。何言ってんのよ。動けないでしょ。俺様はいつも冷静沈着慎重に行動してるのよ。また耳が。とりあえずおごらず行動は慎重にってことですよね。Ja, wollen wir ja mal sehen. So, ich bin Level 60. Versuchen wir mal, ob wir das Ding hier down kriegen. Weil warum nicht? Warte, ich meinte, der hatte noch irgendwie, also Kollegen hatte er auch noch, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Gut, Strategie ist einfach, ja, ich habe einen Haufen Magier hier, ne? Wir werden schon, also nicht irgendwas Schaden anrichten. Und ich gehe mit Yuri drauf. Scheint zu funktionieren. Ich habe die ganze Zeit bei so einem anderen Gigant-Monster ehrlich gesagt hoch trainiert, ne? In Mount Temsa, glaube ich. Die tun die ganze Zeit übrigens, da habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Das ist mir irgendwie bei Poseidon aufgefallen. Deswegen habe ich mich irgendwie gewundert. Gigant-Monster tun respawn. Das habe ich auch irgendwie nicht gewusst. Weil ich habe mich irgendwie gewundert, als ich nochmal in Dings reingegangen bin, in Saude. Also auf einmal Poseidon wieder da war, dieses riesige Gigantenviech. Und ja, den habe ich dann noch mal erledigt. Und ja, da habe ich mir irgendwie gedacht, wenn der noch mal auftaucht, dann tauchen bestimmt die anderen auch noch mal auf, ne? Und ja, dieser eine in Mount Temsa, wo ich einfach nur immer ein Gebiet gehen konnte, um zu gucken, ob der da ist, ist auch wieder aufgetaucht. Und ja, da habe ich dann ein bisschen trainiert. Und warum kommen die immer mehr? Die kommen einfach immer wieder. Oh, super. Die gehen alle auf mich los, geil. Währenddessen kommt das Fette nicht mehr auf mich los. Greifen wir wenigstens an. Ja. Vielleicht wird aber, wenn ich das hier aushalte. Das könnte nervig werden. Ja. Dann können die aber nach einer Zeit irgendwann mal aufhören zu spawnen. Das wäre richtig nett. Jetzt die ganze Zeit den angefallen, einfach nur wenn die ganze Zeit um mich herum sind, ey. Ja, über Limit auch noch. Danke, das Level hat sich irgendwann mit 50. Ich bin aber 60, kommt schon. Und irgendwie macht das Viech nicht so viel Schaden. Absurd. Meine ganze Magie sind auch am Leben. Also ja, geht doch noch. Hauptsache die Gegner respawnen nicht die ganze Zeit. Noch drei übrig, also zwei zu gehen. So, haben wir es jetzt. Danke. Okay. Ja, danke schön, aber. Ja, gut. So. Oh, du hast gelernt, okay.
beides Herren, hat nichts getroffen, gut. Ich glaube mal einfach auf der Viech los, irgendwie bringt das nichts. Ich komme irgendwie nicht voran. Solange der sich nicht wieder hochheilen kann, meinetwegen. Okay, darf ich vielleicht erstmal aufstehen, bevor du direkt wieder einen Angriff hier einsetzt? Ich gehe mal los. Pass auf, jetzt kommt wieder mein Überlimit Glück. Irgendwie kriege ich nie irgendwie Treffer rein, wenn ich mein Überlimit habe. Das soll natürlich ausrechnen, ob ich nicht. Ich bin gerade außer Reichweite. Okay, da ist ein bisschen doof, ey. Muss das sein, dass die jetzt immer wieder hier neu auftauchen? Gut, boom. Zack. Ja, ist auch ein sehr nerviger Kampf, aber ich, wenn er nicht mehr drauf hat, dann wird das eigentlich zu schaffen sein. Hab ich so cool. Oh Gott, muss die ganze Zeit gelähmt werden, ehrlich. Ja. Glück gehen wir nicht auf die anderen hier los, ne? Die ganze Zeit auf zaubern, ne? Sehr gut. Warum hätte ich getroffen, ey? Der rennt von mir weg und ich werde noch von den getroffen, von den seinen Hinterbeinen. Der tut noch nicht mal irgendwie zum Angriff irgendwie hier ausholen und ich werde trotzdem irgendwie. Oh. So, ich hasse halt, wenn alle DP von allen Charakteren ja gleichzeitig runtergeht. Sehr blödes Timing. So, aber läuft. Langsam, aber läuft. Wir brauchen wieder tausende Ananas-Gummis, aber daran bin ich schon gewöhnt langsam. Da, wie werde ich da getroffen, ey? Der hat eindeutig woanders rausgeholt, ne? Und dann werde ich trotzdem noch getroffen. Oh. Ehrlich, ja, okay, ist gut. Lass mich mal was machen. Aber einige unten was hier, ey. Na, geh weg von mir. Aber gut, da ist übrigens ein neuer Zauber von Rita. Muss auch mal durchgehen, muss man auch mal haben. Am Ende ist fast vielleicht. Oh, dann hab ich gerade selber. Da war kein Zauber, okay. Wisst ihr, alle ausgerechnet auf mich losgehen? Hier sind noch drei andere Leute. Da hat sich der gelehnt. Ja, die ist nicht mehr gelähmt. Gut. 200.000, 600.000 PM. Ja, okay, gut. Darf ich erstmal aufstehen? Junge, ey. Ja, okay, ist jetzt gut. Geh mal anderen los. Vielleicht nicht auf sie. Aber ich will auch mal mein Overlimit und so einsetzen, aber geht nicht, weil ich die ganze Zeit wieder hier gelähmt bin. Na, dagegen machen wir mal was hier. Ich glaube, ich zwar nicht 100%. Vielleicht doch. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich jetzt auch noch gelähmt werde. Rita, geh weg. Warum gehst du so nah an die Gegner ran?
Auf Lin weitermachen mit den Zaubern. Oh mein Gott, ey. Aber ja, ich glaube, das ist ein gutes Training für Alexei, den ich mal auch noch besiegen muss. Ey. Ich bin Level 60, ich bin 6 höher als der. Ich bin, ne? Ja, okay, da habe ich. Ja. Pff. Ich kann manchmal nichts machen. So, so, pass auf, wir haben ein super Überlimit Pech. Ey, was? Oberlimit ist so kacke, ne? Hauen wir ihm 3 raus. Hier, boom. Jetzt liegt er wieder am Boden. So, ich mach ein bisschen Schaden. Ja. Nein, geh weg. Und boom. Alter. Man sich Treffer, 15.000 Schaden, ja, noch 500.000. Oh. Gut, aua. Kannst mal aufhören, die ganze Zeit neue Leute zu rufen. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein bisschen zu viel, Kollege. Kann auch ein ganz klein bisschen übertreiben. Ich tue auch nicht meine ganze Truppe hier in den Kampf schicken. Ich tue auch noch 4 Leute hier reinschicken. Ja. Kann ich irgendwas machen? Nein, okay. Hey, voll die Verarschung. Ich bin manchmal hier voll in Wald drinne, kann ich überhaupt nicht machen. So, du bist weg. 2 nur noch. So, gut, so du komm her. Das ist jetzt nicht so, dass du jetzt noch mal einen Ruf. Hoffentlich. Ja. Gar nicht. Nein, Alter. Ja, ich habe dagegen gehauen. Was macht jetzt? Nein, boah. Ja, okay. Meine Charaktere mal Pause machen. Ey. So, jetzt aber als da. Ja, warte auf dich. Den. Ja, über den Kampf. Nein, ich bin gezwungen aufzustehen. Oh, ja, das wusste ich noch. Training. Da, nein. Oh, jetzt kommt wieder einer. Ey. Sofort wegkauen am besten. Ich gehe direkt auf dich los. So, SL. Nicht. Danke, Flynn. Ich komme selbst rein. Dann. Würde ich lieber auf den Weg, vor allem bräuchte ich hier meine Müsli. Hart raushauen, hat er schon wieder einen Decken. Boah. Ja, jetzt reicht's doch mal. Komm mal her. Nein. 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 Komm her. Hat doch Knopf. Gut. Doch noch. Jetzt getroffen irgendwie. Ja, Rita. Au. Bin ja eigentlich der Einzige, der die ganze Zeit aufgebe. Ja, weil der tut die ganze Zeit auf.
Nein. Weil er auch gar nicht verhindern kann, ne? Du hast noch 250.000. Sehe schon mehr Fortschritt als gegen Alexei. Flynn. Zwei Dutzende Ananas-Gummis wieder kaufen, aber das ist ja sowas von egal. Ja, okay, ist gut. Ja, ist gut. Ja, okay, ist gut. Ist gut. Gut, lass mich mal hier was machen. Lass mich was machen. Schon, boah. Warum muss ich denn durch jeden Angriff hier verkackt noch mal betäubt werden? Ja, komm her. Boah, geh weg von mir. Ja. Ja, okay, darf ich aufstehen? Alter, was? Ja, mach her, ja. Ja, nicht so nah, danke, Estelle. Oha. Oh. 200.000 kommen. Ist echt eine nervigste Kämpfe überhaupt, aber schaffen wir. Ah, ja, da gibt schon wieder neue Leute. Was sagt denn das über dich aus, Kollege, wenn du die ganze Zeit Leute hier rufst, die da helfen müssen? Du bist auch gar nicht so stark dann. Komm her. Oh. Komm, jawohl. Ja, ein bisschen unlogisch, hätte nicht sofort dadurch sterben. Das heißt auch tödlicher Schlag. Nein, jetzt macht der Flint kaputt. Ah. Ja, sogar ist er noch geschafft. Er geht mir auf den Weg, der fetten Viecher. Ja. Also wieder drei Dinger. Jetzt kommt er mit seinem Überlimit drauf. Aha, jedes Mal. Überlimit ist kacke in diesem Spiel, ey. Ja, das ist. Ach, ist hell. Warum bist du denn tot? Los, Rita, belebt deine Waifu wieder. Boah. Alter, wir haben da so gut wie gewonnen. Jetzt lass mich hier nicht noch verrecken im letzten Moment. Ein paar Wundergummis gekauft. Ich habe jetzt Asche. Ganze Gigantomonster geklopft habe, ich voll Geld bekommen habe. Oh. So, Alter, weil einfach so viele Gegner sind. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Tu mal jemand, boah, Rita heilen. Aha. Irgendwie kämpfen wir ganz schön ungemütlich hier weiter bei Spielen. Ey. Ich könnte irgendwie meinen, ich werde irgendwann stärker, ja, als die ganzen Gegner. Ja, okay, Mann, jetzt lass doch mal Rita in Ruhe. Kriegt die ganze Zeit auf der Fresse hier. Oh mein Gott. Oh, jetzt liegt er wieder am Boden, ich kann ihn nicht treffen. Aber lass dich doch. Hey, ich bin mitten am Angreifen, der haut einfach dazwischen mich kaputt. Das gibt's jetzt einfach nicht. Mein Gott, was ist denn das für Kack über die mitten in diesem Spiel? Hey, jeder. Oh. Mach den doch mal jetzt alle. So, den hau Zauber raus. Langsam lächerlich hier. Ja, ich komme jetzt auf. Ich, ja, danke, danke. Gib mir böse Tiernamen und so, ne? Alter. Oh, macht er nicht. Gut. Komm, nein.
auf. Man braucht Tutschutz, weil nur so viel überhaupt nicht. Aber wenigstens schaffen wir den Kampf hier. Wesentlich einer voll Erlebnis. Die letzten Aufnahme ist zu wie ich hatte hier. Und alle nicht sehr erfolgreich. Auch nicht bei Pokémon. Ja. Ah. Ah. Ja. Aber ich kaputt. Boah. Ich will jetzt Heilzauber. Danke. Jetzt hier ist Heilzauber. Boom. Einfach in die Fresse geschlagen. Hier vielleicht Repeat mitnehmen sollen, um was zu klauen, aber wenn die Dinger sowieso respawnen, ist ja egal, ne? Aber die noch Platz hier und dann haben wir das. Oh. Sehr gut gemacht, Finn. So. Auch von den Viechern haben wir voll viele Sachen bekommen. Gut. Haben wir wieder ein Gigantomonster erledigt. Gehen wir mal den einen Typen direkt Bescheid sagen. Er ist ja direkt hier, ne? Dann fehlen uns, glaube ich, noch 5, ne? Hi. Donnerwetter, willst du sagen, du hast einen brutal besiegt? Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Bitte nehmt dies. Boomeranghorn. Wie viele sind noch übrig? Schon gehört, dass 6 von den Gigantenmonstern getötet wurden. Soweit wir wissen, sind noch 5 übrig. Nein, damit von Alicia. Weiß ich ja alle noch nicht, wie ich die kaputt kriege, ne? Ja, 50 kalt. Nicht sehr gut. Und ja, gut, dann war es auch vielleicht für diesen Part. Ich habe den Alexei-Kampf hier wahrscheinlich noch vorher dran geheftet haben, ne? Ich sollte vielleicht einfach mal hier meine ganzen Arts, die ich noch gelernt habe, hier mal kurz durchgehen. Ich das Problem ist, ich weiß nicht, wann die alle gelernt haben. Wir haben die irgendwie so mittendrin irgendwie so im Kampf gelernt, obwohl ich schon, weiß nicht, die ganze Zeit in der Truppe hatte einige Leute. Betty hat Traumstern gelernt. Wo sind da auf Level 55 bis 59 irgendwie so was? Raven hat gelernt Sturm der Verwüstung und Windheulen. Windes oder Windesheulen und Sturm der Verwüstung, wo ist das? Das ist ein Zauber, genau. Und weil ich 57, 58 irgendwie so was. Rita hat man gerade schon gesehen, das ist Kaminflamme, so 57, 58 irgendwie so was hat sie hat gelernt, weiß ich nicht. Dann Carol hat auf Level 52 bis 55 irgendwie hat gelernt. Ultimative göttliche Zerstörung. Habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen den Angriff, aber gut. So, Repeat hat Geisterwolf auf Level 55 zwischen Level 55 und 58 irgendwie so was gelernt. Estelle hat auf Level 57 Heilige Lanze gelernt, glaube ich. Heilige Lanze, wo ist das? Holy Lance. Und Juri hat nichts gelernt. Gut. Habe ich noch irgendwelche Notizen? Ich habe da 30 Mann Kolosseum mal mit Juri gemacht und ja, hat sich irgendwie nicht gelohnt. Ich habe irgendwie nichts Atemberaubendes bekommen. Ich habe jetzt auch ihnen hier Erfahrungsanteil gegeben. Einfach nur, ja, bis auf Estelle natürlich wieder, weiß ihr schon wieder. Nehmen wir dafür aus. Keine Ahnung, das ist alles so toll hier. Das. So, auf diese Weise tun die nämlich alle die gleiche Erfahrungspunkte bekommen und keiner bleibt zurück. So kann auch jeder Charakter hat. Ne? Gut. Dann hoffentlich in der nächsten Folge werden wir uns noch mal gegen Alexei stellen und auf Level 60 werden wir den ja hoffentlich mal endlich besiegt kriegen, weil sonst wird er langsam ein ganz klein bisschen lächerlich, ne? In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Wir stehen immer noch hier vor diesem Raum, in dem uns Alexei erwartet, gegen den wir schon zweimal gekämpft haben.
Und ich bin jetzt Level 60, der Typ ist Level 54. Ich würde gerne den Typen heute besiegen. Also ja, wie wäre es, wenn wir das mal machen, ne? Gut. Gehen wir mal da rein. Ich habe schon im letzten Part irgendwie gesagt, was ich alles gemacht habe, was ich gelernt habe und also was. Und ja, machen wir jetzt noch mal hier. Und wer, ich kann ihn immer noch nicht besiegen, sonst kotze ich ja noch. Na, wir haben diese ganzen Cutscenes wieder hier, wenn ich skippen können. Na, komm. Kann mal schon, haben wir jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Ich sollte vielleicht meine Strategie mal ändern, ne? Aber was soll's. Kann ich ihn großartig machen gegen den Typen, jetzt mal ganz ehrlich. Das Einzige, was ich auch machen konnte, ist jetzt, weil ich ein bisschen stärker werden. Also ja, und alles Teile sollte ich vielleicht auch nicht einsetzen. Weil dann kann er sich immer noch gleich viel hochheilen, aber ich mache dem weniger Schaden. Komm. Haben wir den kaputt, ey. Ist mal ganz ehrlich. 54, wir sind Level 60, ey. Das können wir jetzt langsam mal schaffen. Ja. Okay. Ich werde nicht von jedem einzelnen Angriff hier weghauen. Und ja, wir haben schon 300.000 Schaden gemacht, das ist gut. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich bin so weit von gerade, ob ich überlevelt bin. Ich habe schon zweimal versucht, ich möchte jetzt hier nicht, weiß nicht. Vielleicht noch mal mit, wie heißt er noch mal, Gattuso haben, den wir am Anfang des Spiels getroffen haben, der uns voll fertig gemacht hat. Kann ich irgendwie, ja danke. So, kann vielleicht nicht schaden, hier ein paar bessere Zauber ja zu haben. Ja, ich, sieht gut aus bisher, aber bis jetzt, ja, okay, jetzt kommt der mit der Überlevel, jetzt immer so was kommt, also. Ja, ich war am Abwehren, aber bin ich schon mal tot. So, jetzt direkt krank zu leben sein. Hey! Ich werde nicht abwehren können. Also, ich hätte mich betäuben können. Das ist schon mal schneller. Wenn er seinen Dings ansetzt, dann kann ich ihn ja irgendwie betäuben oder was weiß ich. Und der Umfeld. Das ist halt die Geheimmission, ne? Cell? Nein, ich bin noch nicht da hinten. Oh mein Gott. So, zum Glück habe ich ein paar von denen ja hergestellt. Da kann man sehen, sind hier. Da kann ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm ab. Ja. Wir sollten vielleicht auch ein bisschen weiter oder wegtreiben. Ich bin einfach da. So, lass mich einfach von dem blöden Ding treffen, von dieser Mine, was er da gemacht hat, aber. So, weißt du was? Machen wir mal so. Die hat doch glaube ich auch. Ich bin mir ziemlich sicher, sie hat Dingens ausgerüstet. Spezial. Das kannst du natürlich auch nicht los, ist klar. Kannst du aber bestimmt auch in den Mistrad einsetzen, oder? Ja, aber zeig mal. Ja, das sah cool aus. Hat wenig Schaden gemacht, aber. Haben wir auch mal gesehen, ne? Wenn ich hier wandern, ne? Ja, kommt er wieder mit seinem Überlimit, ist leid tot. Ich bin bereit, jedes Item hier rauszufallen, um zu gewinnen. Nein, jetzt geh nicht auf mich. So, ich werde das überleben, das kannst du mal glauben. So, das überlebe ich sowas von. Mein Gott, lass ihn noch mal umfallen. Warum geht das nicht? Bin, warum bist du nicht auf den losgegangen? Du warst frei.
Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich werde da noch ein paar Chancen haben, hier ihn zu unterbrechen. Er setzt das ja im Minutenrhythmus ein, ja, sein Müßgard. Aber er fällt noch ein. Ey. Ich habe, glaube ich, noch, ich habe noch Lähmungsband ausgerüstet. Ja, was nehmen wir denn? Also nicht. War noch vom Bosskampf hier vom letzten. So, der setzt doch Wasserangriff ein. Ne? Setzen wir mal Aqua an. Setzen wir dem ein. So. Warum bist du denn hier los? Ey? Bist du eigentlich irgendwas anfällig? Nee, ne. Ich weiß mal, mit dem Weg bis zu 400.000 HP kriegen. Sein ist der Weg eigentlich immer noch sehr einfach hier. So, wenn ich jetzt mal nicht von dieser Mystikart getroffen werde und den danach angreifen könnte, das wäre super. Okay, das finde ich ein bisschen unfair. Der Mystikart kann man da nur anwenden, wenn man auch jemanden trifft. So, warte mal. So, Flint, geh auf den los. Boom. Wie kannst du es eigentlich wagen? Toll. Ja, ich komme nicht rechtzeitig zu ihnen hin, weil der mich die ganze Zeit angreift. Dann liege ich am Boden, dann kann ich das machen. So, jetzt haben wir so ungefähr den Punkt erreicht, wo es wieder kompliziert wird. Also jetzt müssen wir doch nicht schaffen. Ich muss auch von der Explosion Auge getroffen, das wäre ein super Nebeneffekt gewesen. Ja. Ich mach das hier ein. Da habe ich mich aufgestockt. Ja. Wir wirken mit der Zauberabwehr, wir haben eine Menge Zauber. Die werden alle auf dich gerichtet. Ich will ehrlich gesagt nicht mit dieser Strategie kämpfen. Ja. Ein physischer Angreifer, der ist als Zauberer. Jetzt so weiß ich voll die Mainstream-Strategie in Tales aufspielen. Da bin ich jetzt schon Taser, konntest du wortwörtlich nur so spielen, weil halt jetzt fängt er schon wieder direkt an. Ey. Also wirklich fast nur einen physischen Angriff hat und die anderen konnten halt zaubern. Ja. Okay, gut getroffen. Diese mystische Art, das hat mich ein bisschen aufregt, ne? Ich muss noch einmal nicht aufpassen und wir sind alle tot, ne? Ungefähr so läuft das. Ja, hier, pass auf. Kontra das einfach. Ah, der hat noch rausgekriegt, glaube ich. Auch nicht. Nein. Jetzt dort von aufpassen, dass er sich nicht hochfällt. Na, komm mal her. Ich will nicht rechtzeitig hin, ne? So. Ja, 300.000, sind unter 300.000. Ja, ballert den. Ballert den kaputt, mein Gott. Spezifisch hier. Mich sehr gut, läuft gerade. Nein, mir lass nicht zu, du dich halt, du Pisser. Ich finde dafür Level 60 sind der Kampf trotzdem immer noch voll schwer. Als wir übernehmen jetzt genau besser, pass auf. Mehr oder weniger ich, weil er irgendwie ja. Na. Der geht gar nicht auf irgendeinen los, der geht irgendwie, weiß ich nicht. Er zieht einfach nur irgendwo hin.
ungefähr so gespielt auf Maya. Ich war gerade am Zaubern. Das war kein Ding. Keine Arcana, ehrlich. Aber diesmal kriegen wir den aber. Meine Güte. Sollte ich mal einfach den ganzen Zaubern, die wir auf den drauf haben. Holyland! Aufstehen! Warum ist Rita so wenig? Warum ist ihre HP so niedrig? Die KP, was weiß ich, so 150.000, gut. Aua. So, mal kriegen wir das, ey. Also, diese Frust erstmal vorbei. Und du Fisser, geh weg von der. So. Ja, voll unfair. Überall mit mystischer Art. Einfach raushauen, ne? Ich will, dass das bei mir auch so einfach ist, ey. Ja, super. Okay, irgendwie hat er länger jetzt irgendwie. Weil er irgendwie länger in dieser Pose dreckt. Nein, nicht heilen, nicht heilen, heilen ist böse. So, nee, nicht ich, Flynn. Guck mal, mach ich früh genug. Okay, wie unfair ist das, bitte schön, dass während meiner explosiven Art abgebrochen werden kann, ey, das ist doch voll unfair. Ah, der heilt sich jetzt wieder, Mann. Wir haben den schon unter 100.000. Ach, ja. Ey, dafür hat wir ihn ja so auseinandernehmen mit all unseren Zaubern, ne? Ah, ausgewichen. Jetzt kommt er wieder. Ist sowieso getroffen, also hier kommen. Weil er ist betäubt. Oh, er heilt sich. Oh, der haut das noch raus, ist klar. Ich habe mal gedacht, vielleicht schaffe ich jetzt den irgendwie dazu zu bringen. Sein Überlimit abläuft, bevor der sein Dings hier einsetzt. Dann wie es gerade. Ja, Revitalisierung, gut. Gut, ich muss noch Schritt da reinlaufen erstmal natürlich. Oh, mach den kaputt. So, 18.000 noch, komm. Nein, jetzt hält er sich wieder. Komm mal her, du. Jetzt glaube ich nicht reichen. Ich habe mal die richtigen Knöpfe und so drücke. So, mystische Art, komm, das. Wie kriegen wir den jetzt? Das wäre richtig geil, wenn das den finishen würde. Oh, das hat sogar erreicht. Ja, geschafft. Leck mich am. Mein Gott, das war ein Kampf, ey. Quelle der Weisheit und Feenringe halten. Gott, boah, bin ich froh, dass wir diesen Kampf geschafft haben, ey. Ah. Jetzt geht's endlich mal weiter. Gott sei Dank. Ja, wir sind mal mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren, ne? Das ist
まだ解析してたの？ゾウデの威力、共に見届けようではないか。やめろ！バカめ。危ない！ユリ！Ja, guck jetzt nicht zu mir rüber. Die hat schon direkt wieder zu mir rüber geguckt, ey. Donnerwetter, ehrlich. Okay, war eine Raumstation im All. Was? Okay, was so? Alexei sah ein bisschen verwirrt aus. Ich glaube, der hat nicht damit gerechnet, dass das passiert. Genau. Den Namen hatte ich sogar auch noch im Kopf. Oh nein, er ist ein Bösewicht, der von irgendwas anderen wahrscheinlich benutzt wurde. Ne, pass auf. Wusste doch, der ist nicht der letzte Bösewicht oder irgendwie sowas. ことは星神は打ち砕かれてなどいなかったんだわただ封じられていた遠ざけられていたに過ぎなかった Naja, das hat es eigentlich immer so mit irgendwelchen antiken Bösen auf sich, ne? Die Leute aus der Vergangenheit schaffen die irgendwie endgültig zu erledigen, ne? Müssen immer die in der Gegenwart machen. Ja, ich glaube, der dreht durch. Du Idiot, Mann. Warera wa saiyaku no mae de odoru mushikera ni suginaka. Jetzt kommt das riesige Ding auf uns niedergekracht. Super. ユリは？
Das hat die jetzt nicht echt gemacht, ne? Diese blöde. Diese blöde Tusse hat uns abgemessert. Das gibt's jetzt nicht. Hey. Ah, jetzt. Ich weiß schon, warum ich die nicht. Ich konnte die schon von Anfang an nicht leiden. Und ja, das hat jetzt mehr oder weniger besiegelt. Also. Ne? Schlechtster Charakter im Spiel, ne? Ich weiß noch nicht mal, wie die heißt. Sonja, ne? Oder Sonja, irgendwie sowas, keine Ahnung. So, was ist jetzt los? Keine Ahnung. Super. Wir sind alleine. Speichern beenden. Wisst ihr was? Das hänge ich noch so am ein Part vielleicht rein, weil das sind nur 20 Minuten und das scheint jetzt ein guter Punkt zu sein, irgendwie einen Schnitt zu machen. Also ja, ich werde jetzt hier das so ein bisschen noch am Ende reinpacken, vielleicht ein bisschen schneiden, den ersten Versuch gegen Alexei und ja, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht, ne? Gut, alles klar, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Kowski.